for English subtitle. Push the subtitle button. Hallo liebe Reptil-TV-Freunde zu einer neuen spannenden Reptil-TV-Folge. Unser heutiges Thema ist der Versand bzw. der Transport von Tieren. Ne? Also hier mein kleines Intro-Tierchen hier. Wir haben ja seit letzter Folge haben uns ja neu eingeführt, so nach alter Chimek-Manie, ein schönes Tier zum Intro. Da habe ich heute diese geschmückte Dornschwanzagame, Uromastix ornata. Stellt euch vor, ihr müsst mit dem Tier, sei es zum Tierarzt oder ihr wollt es verschicken oder ihr habt es gerade gekauft, wollt es heimtransportieren. Wie mache ich das richtig? Das soll heute unser Thema sein. Aber erst nochmal zurück hier zu unserem Intro-Tierchen. Will dir einfach zeigen, für mich super schönes Tier. Wer es noch nicht weiß, übrigens war die Dornschwanzagame die erste Echse, die ich jemals besessen habe, vor circa 20 Jahren. War allerdings keine Ornata, sondern damals gab es eigentlich nur die Acanthinura. Aber meine Echsenkarriere hat mit den Dornschwänzen angefangen. Für mich, wie gesagt, mit die schönsten Echsen, die es so überhaupt zu erwerben gibt. Wüstenbewohner vom Terrarium, vom Klima ähnlich wie eine Bardagame. Ne? Bardagamen sind ja viele unterwegs, kennen wir. Ich würde sagen, die Dornschwänze sind einfach ein bisschen relaxter noch wie Bardagamen. Sie stehen morgens wenig später auf, gehen abends wenig früher ins Bett. Am Mittag machen sie auch Mittagsschlaf. Fressen tun sie auch oft wenig so vegetarisch, irgendwelche Körner, irgendwelche Samen. Zum Teil natürlich auch mal ein paar Insekten, aber doch viel, viel vegetarischer wie jetzt zum Beispiel eine Bardagame. Also meiner Meinung nach super tolles Terrarientier, perfekt geeignet für die Terraristik. Das Tier ist jetzt so halb, dreiviertel wüchsig, also wird nur ein kleines Stück kräftiger, größer, aber von der Endgröße auch ganz praktisch. Dieses Tierchen will jetzt von A nach B, aus welchem Grund auch immer. Also er muss, in dem Fall muss er nicht zum Tierarzt, aber gehen wir mal davon aus, ich habe das Tier irgendwo gekauft oder ich will es irgendwo hinbringen. Jetzt muss ich es irgendwie einpacken. Geht schon mal los, zwei verschiedene Möglichkeiten. Nehme ich hier so einen Beutel, nehme ich eine Box. Ich habe so den Eindruck, bei Beutel, da kriegen viele schon, ach, das arme Tier muss in den Beutel rein. Prinzipiell muss man ja sehen, wenn ich das Tier transportiere ich es am einfachsten, wenn ich dem Tier ein sicheres Gefühl gebe, ne? Das Gefühl einer Höhle, eines Verstecks. Und sowas erreiche ich mit einem Beutel. Ne? Wenn ich das Tier da reinmache, fühlt sich es geborgen und versteckt. Ähnlich ist es bei einer kleinen Box. Wichtig, dass die Box einigermaßen klein ist, keine so eine riesen Schachtel, sondern klein, dem Tier angepasst. Also der ganze Hintergedanke beim Transport ist, dem Tier ein Versteck anzubieten, wo sich jetzt die nächsten 20 Stunden verstecken kann und sich wohlfühlt. Ja? Also Beutel oder Box. Wenn ich einen Beutel verwende, deswegen habe ich hier noch die Zeitung, nicht einfach nur das Tier in den Beutel rein, sondern ich mache einfach, ich nehme die Zeitung und mache so ein verknülltes Zeitungspapier rein. Mach das Papier in den Beutel. Und mach das Tier mit hier rein. Ja. Die Zeitung wirklich dazu, dass das Tier sich noch mehr verstecken kann, noch besser verstecken kann. Das ist ein positiver Aspekt der Zeitung. Der zweite positive Aspekt, wenn das Tier zum Beispiel uriniert oder kotet oder irgendwas, die Zeitung nimmt diesen Urin oder Kot auch etwas auf. Ja? Also das auch von der Hygiene her ist so ein Stück Zeitung gut oder wichtig. Ja? Also deswegen unbedingt ein Stück Zeitung rein. In der Box eigentlich das gleiche Spiel. Ich habe es hier schon mal vorbereitet. Hier ist ein bisschen Zewa unten drin. Ja, als Boden ein bisschen Zewa reinmachen. Auch wirklich ein ganz wichtiger Punkt, ich erlebe es immer wieder, die Leute packen Echsen in Dosen ein, machen kein Zewa rein. Also wenn ich mir den Boden angucke und mir die Echse vorstelle, die da einen ganzen Tag probiert mit ihren Krallen sich festzuhalten und bei jeder Bewegung von der Box von rechts nach links rutscht, natürlich völliger Quatsch. Es muss unbedingt irgendwas auf den Boden, wo sie sich schön festhalten kann. Und auch in dieser Box würde ich noch ein Stück Zeitung mit dazu reinmachen, ebenfalls verknüllt.
Noch ein witziger Aspekt zwischendrin, da haben wir gerade den Bohlen hier auf der Zeitung. Macht in dem Fall nichts. Die Tiere können eh nicht lesen, deswegen kann man selbst so einen Bohlen mit reinmachen, ohne dass dem Tier schlecht wird. Also, verknüllte Zeitung rein. Ich hole mal den Kleinen hier wieder raus. Das Tier mit rein. Sieht jetzt, wie gesagt, recht eng aus. Das soll eng sein. Das Tier fühlt sich in dieser engen Dose mit der Zeitung so drin, wo sich es verstecken kann, reinkriechen kann, fühlt sich optimal wohl und geborgen. So ist es entweder so oder so ist jetzt perfekt für den Transport. So, jetzt haben wir unsere Dornschwanz-Agame hier schön eingepackt. Noch ein ganz wichtiger Punkt oder ein klassischer Fehler. Entweder, dass die Dose nicht ganz zu ist, ne? So eine Ecke ein wenig so offen gelassen, sieht man manchmal nicht so leicht. Darf natürlich auf keinen Fall sein. Wirklich achtet drauf, alle vier Ecken gut zu, beziehungsweise bei so einer Dose vielleicht sogar sicherheitshalber noch irgendwie mit Klebeband noch sichern. Wenn ihr es mit Klebeband sichert, natürlich nicht die Luftlöcher zukleben, ne? Auch noch guter Aspekt. Wenn ihr so Plastikdosen verwendet, natürlich unbedingt müssen Luftlöcher rein, logisch. Ne? Und wie gesagt, da nicht noch mit dem Klebeband wieder zukleben, dann bringen sie nichts. Beim Beutel, gleiches Spiel, Luftlöcher fällt natürlich in dem Fall weg, der Beutel ist luftdurchlässig, natürlich einen Baumwollbeutel nehmen. Zum Zumachen ebenfalls, auch klassischer Fehler, bei Schlangen noch mehr wie bei Echsen. Die Leute haben so den Beutel zu, ja, machen vielleicht mit einer Schnur noch ein wenig Knoten drumherum und hier in der Mitte ist ein Loch und die Schlange kriecht raus. Ja. Also speziell jetzt auch bei Schlangen immer gucken, dass ihr den Beutel abknickt. Ja. Einmal so eine Lasche rein und dann entweder zuknoten oder mit Klebeband zukleben oder wie jetzt in dem Fall, wenn es so ein langer Beutel ist, kann ich auch einfach einen Knoten drauf machen. Ja. Durch den Knoten kommt keine Schlange durchgekrochen. Ja, also passt auf, dass er das wirklich so verschließt, dass das ganze Sache ausbruchsicher ist für das Tier. Wenn ihr das mit dem Beutel so macht, jetzt speziell auch bei Schlangen, ihr müsst natürlich aufpassen, die Schlangen wollen ja hoch und raus kriechen. Nicht, dass ihr den Hals von der Schlange hier einmal drin habt und das ganze Ding zuknotet. Also die Schlange muss klar und deutlich unter eurer Hand im Beutel sitzen. Dann könnt ihr da oben Knoten machen und schon stickes. Dann passiert der Schlange natürlich nichts, aber sie muss unter diesem Finger sein. Jetzt haben wir die Tiere oder das Tier schön in der Dose drin oder im Beutel drin. Jetzt wollen wir das Tier von A nach B bringen und das Ganze in einer möglichst konstanten Temperatur. Ne? Also die konstante Temperatur, das ist der wichtige Punkt. Wir wollen nicht hier das Tier einpacken im warmen Raum, gehen raus ins Freie, da hat es meinetwegen nur 2, 3, 4, 5 Grad oder gar Minusgrade und wir tragen das so durchs Freie. Ist natürlich nichts. Ne? Dann wieder ins warme Auto, wieder in die Kälte. Die Temperatur muss konstant sein. Zum einen, wir können die Tiere natürlich in eine Styrobox packen als Transportmöglichkeit. Ich persönlich, wenn es wirklich um ein Tier geht, das ich persönlich transportiere, ich finde es immer ganz gut, wenn ich mir das einfach irgendwie unter den Pulli, unter das Hemd, unter die Jacke stecke. Wenn ich das Tier hier so habe, also im Sommer ist T-Shirt-Wetter, ist ja kein Problem. Im Winter habe ich einen Pulli oder eine Jacke an. Hier unten ist die Temperatur perfekt. So kann ich draußen ans Auto gehen. Ich setze mich ins Auto. Wenn im Auto die Heizung an ist, wenn es 22 Grad hat im Auto, dann kann ich das Tier wieder rausnehmen, lege es neben mir auf den Sitz. Meiner Meinung nach eigentlich die beste Methode. Ne? Beim Beutel geht genau das Gleiche. Hier unter den Pulli drunter. Optimale Temperatur, alles perfekt. Pulli drüber. Ich glaube, das ist eigentlich fast am besten, noch besser wie eine Styroporbox. Geht natürlich nur, wenn ich selber das Tier transportiere oder wenn ich im Auto fahre, dann ist das optimal. Gehen wir davon aus, wir haben mehrere Tiere oder wir müssen das Tier halt eben irgendwie in der Box transportieren, weil wir es jemand anderem mitgeben oder wenn wir eine größere Reise haben oder wenn wir das Tier gar verschicken, ne, dann kommen wir hier um diese Boxen nicht drumherum. Dazu haben sich natürlich die Styropor-Boxen bewährt. Ne? Box aus Styropor. Wir haben hier mit einem Karton außenrum, finde ich recht sinnvoll mit dem Karton. Zum einen, der Karton wärmt ja oder gibt ja auch nochmal Wärme oder isoliert ja auch nochmal. Und auch vom Zerbrechen her, also Styropor kann doch vielleicht schneller zerbrechen wie ein Karton. Ja? Also dadurch gibt es auch nochmal Sicherheit gegen Stöße oder gegen Beschädigung. Ja? Wichtig, dass die Box darf natürlich nicht komplett geschlossen sein. Irgendwie muss ja Sauerstoff da innen rein.
Dazu machen wir ein paar Luftlöcher rein. Wir nehmen hier immer einfach so einen Schraubenzieher, hauen hier ein paar Luftlöcher in die Box rein. Übertreibt es nicht mit den Luftlöchern. Wenn ihr das Ding durchlöchert wie ein Sieb, dann bringt natürlich die ganze Styroporbox nichts. Also es muss dem, was ihr reinmacht, angemessen sein. Auch nochmal ein kleiner Tipp. Ich würde nicht immer nur auf einer Seite Luftlöcher machen, sondern besser vielleicht auf zwei. Einfach als Sicherheit. Ne? Wenn das auf dem Transport zum Beispiel, wenn das jetzt hier irgendwo oder mehrere Boxen nebeneinander stehen, die Löcher zumachen, dann kommt die Luft hier durch die anderen Löcher. Ne? So hat man immer ein bisschen Sicherheit, dass die Löcher nicht zugestellt werden, wenn man auf zwei Seiten Löcher reinmacht. Ansonsten, wie gesagt, die Luftlöcher den Tieren angepasst. Wenn ihr jetzt hier zwei, drei relativ große oder größere Pythons reinpackt, braucht ihr ein paar Löcher mehr. Der kleine Dornschwanz hier, ich würde mal behaupten, der schnauft so wenig, da würde ein Loch auf jeder Seite reichen für den. Ja? Also passt es ein bisschen an. Umso weniger Löcher ihr reinmacht, umso besser ist natürlich die Isolierung. Also immer tendenziell versuchen, möglichst wenig Löcher reinzumachen. Für die kühleren Jahreszeit, da haben sich auch hier diese Taschenwärmer ganz gut bewährt. Das sind so Einwegteile, reißt man auf, schüttelt man. Die reagieren dann mit der Luft, werden warm. Also es geht eine Weile, man muss die so 10 Minuten, Viertelstunde muss man die schütteln. Dann werden die warm. Die kann ich dann mit in die Transportbox entweder reinlegen, beziehungsweise wir gehen als hin und kleben die vor einen Teil der Luftlöcher zumindest, beziehungsweise je nach Temperatur kleben wir sogar die Luftlöcher dann ganz mit diesen Taschenwärmer zu. Also die Luftlöcher sind ja nicht geschlossen, sondern wir machen einen Klebestreifen oben und unten, aber so, dass die Luft, die durch die Luftlöcher reinkommt, durch den Taschenwärmer durchgeht und dadurch angewärmt ist. Ne? Kleben wir die hier vor die Löcher. Gegebenenfalls vielleicht sogar in der kalten Jahreszeit noch einen zweiten mit reinlegen. Aber passt auch auf, diese Taschenwärmer werden schon warm. Die kriegen 30, 35 Grad. Geht nicht hin und macht den Fehler, klebt den Taschenwärmer hier unter die Box drunter, dann grillt ihr euer Transporttier oder die Bardagame. Ja? Also die Überhitzung ist natürlich noch viel gefährlicher wie die kühle Temperatur. Überhitze ich das Tier mit 35 oder gar 40 Grad, dann ist der todsicher tot. Eine kühle Temperatur schadet fast allen Tieren für kurze Zeit viel weniger, als man weinen würde. Ja? Also ich darf die natürlich nicht einfrieren, dann sind sie auch tot. Aber wenn die Temperatur runtergeht, selbst bis auf 10 Grad oder gar unter 10 Grad runtergeht, die meisten Tiere oder aus meiner Erfahrung fast alle Tiere vertragen es absolut super. Wenn das lediglich ein paar wenige Stunden ist, ist es kein Problem für das Tier. Die kriegen keine Lungenentzündung oder gar nichts. Aber wie gesagt, mit dem Überhitzen ist die Gefahr viel, viel größer. Also passt mit der Hitze auf. Jetzt muss das Tier irgendwie in unsere vorbereitete Styrobox rein. Bei dem ganzen Versand ist das Zwiebelprinzip, man kennt es vom Winter und so weiter, meiner Meinung nach das Beste, was man machen kann. Ne? Deswegen ja auch die Styrobox, außenrum der Karton. Jetzt haben wir hier das Tier in der Box. Ist egal, ob das Tier in der Box ist oder in einem Beutel, das gleiche Prinzip. Ne? Wickelt das alles schön in Zeitung ein. Ja? Wenn ihr die Zeitung so lose außen rum wickelt, wie ich das jetzt hier mache, ja, ein Blatt, jetzt hier nächstes Blatt. Es kommt genug Sauerstoff durch diese lose umwickelte Zeitung durch. Ja. Ihr braucht keine Angst haben, auch wenn ich den einwickel, kommt ja kein Sauerstoff mehr durch. So viel Ritzen und Löcher, da kommt genug Sauerstoff durch. Ja? Also wickelt das Tier ein, ruhig noch zwei, drei, vier Mal mehr, wie ich es jetzt hier gemacht habe. Und dann kommt das Ganze in die Box rein. Bevor das in die Box reinkommt, nochmal das gleiche Spiel in der Box drin. Macht mehrere Lagen Zeitungen in die Box rein, ja? So in dem Stil. Ja? Und dann hier euer Päckchen mitten rein. Weitere Zeitungen wieder außen rumwickeln. Also ihr seht schon, Zeitung ist hier das Hauptbestandteil von dem Versand. Zeitung isoliert auch wirklich gut oder hält wirklich gut warm. Ne? Das hat man auch schon im Fernsehen gehört oder gesehen. Ja? Also außenrum nochmal reichlich Zeitung. Wie gesagt, hat den Sinn, dass es sehr gut isoliert. Und aber auch ganz wichtig, dass natürlich die Box da nicht in der,
in der großen Styroporbox drin rumrutscht, ne? Oder mein kleines Versandpäckchen. Ne? Also nicht, habe ich alles schon erlebt, da kommt eine kleine Dose in der großen Box an und die rutscht hier den ganzen Transport lang von rechts nach links. Darf natürlich auch nicht sein. Ich muss rundherum alles so gut ausfüllen, dass mein Tier innen drin wirklich stabil in der Mitte sich befindet und nicht hin und her rutscht. Ja? Wenn ich das Ganze so einpacke, ja, Deckel zu, hier zumachen, zukleben, habe ich ein perfekt gepacktes Paket, das auch gewisse Temperatur oder gewisse niedrige Temperaturen aushält, diese Temperaturschwankungen gut ausgleichen kann durch die gute Isolierung. Ja, das soll ja eben sein, diese Konstanz an Temperatur, das ist ja wichtig, dass ich keine Höhen und keine Tiefen habe, sondern dass das einigermaßen konstant ist. Und dann kommt das Tier, wenn ich es jetzt zum Beispiel verschicke oder transportiere, 12 Stunden, 15, 20 Stunden später kommt es immer noch an und hat eine tolle Temperatur innen drin. Wie immer im Leben kann man auch hier wahnsinnig viel Fehler machen. Ganz wichtig, es geht ja um die Tiere, deswegen sollte man keine Fehler machen, muss sie vermeiden. Das fängt damit an, die Boxgröße, die wir verwenden, beziehungsweise wie viele Tiere machen wir rein. Ihr dürft es nicht gnadenlos übertreiben und da 5 große Königspython in die kleine Box, die wir gerade gesehen haben. Natürlich auch nicht das andere Extrem. Ein kleines Tier in eine Riesenbox ist auch nicht vorteilhaft, weil natürlich so eine große Box viel schneller oder die Isolierung von der großen Box, die könnt ihr nicht so gut isolieren mit Taschenwärmer und sonstigem wie jetzt eine kleine Box. Wenn ihr die richtig vollpackt mit Papier, denke ich, ist klimamäßig besser. Aber wie gesagt, auch nicht zu viele Tiere rein. Ich denke, so als Faustregel kann man sagen, 30% maximal Tier und 70% muss nur Luft außenrum sein in der Box. Ja? Also ihr könnt 2, 3 Tiere in so eine Box reinmachen, wie wir sie gesehen haben, aber es muss noch über die Hälfte Luft außenrum sein, beziehungsweise die Luft natürlich mit Zeitung und so weiter ausgefüllt, aber einfach so vom Volumen her als Faustregel. Ja? Dann ein fast noch wichtigeren Punkt oder so ein ganz häufiger Fehler. Die Leute meinen es gut, machen zum Beispiel ein feuchtes Zewa rein, weil sie denken, ah, das Tier häutet demnächst oder es hat sich ein bisschen schlecht gehäutet oder sowas. Stellt euch vor, ihr müsst 20 Stunden lang auf dem feuchten Handtuch liegen, ja, und einmal quer durch Deutschland fahren. Ich garantiere euch, ihr habt hinterher eine Lungenentzündung. Ja. Diese Feuchtigkeit macht es ja viel kälter, viel unangenehmer. Ja. Also wenn ihr ein Tier transportiert, total trocken, ja, die Zeitung trocken, das Zewa trocken, es muss da drin trocken sein, ansonsten ist die Krankheit vorprogrammiert. Weiterer Fehler, vielleicht noch große, kleine Tiere, nicht einen großen Königspython und ein frisches Baby in die Box rein, der große, der drückt, der breitet sich aus in seinem Sack drin, das kleine Baby nebendran in einem Extrasack, aber das kriegt die Bewegung ja mit, wird womöglich von dem großen erdrückt, ja, da natürlich auch wenn das Hirn einschalten. Das sind so die Standardfehler, die mir einfallen oder die auch häufig gemacht werden. Also macht diese Fehler nicht. Wir haben es jetzt gesehen, wie man das Tier gut einpackt. Wie gesagt, jetzt gehen wir einfach mal davon aus, dass wir das Tier verschicken müssen, dass wir das nicht selber transportieren, sondern dass wir es verschicken müssen. Es ist ein schwieriges Thema. Viele sagen, um Gottes Willen, wie kann man ein Tier verschicken? Meiner Meinung nach muss man es vielleicht auch manchmal ein ökologisch betrachten. Wenn ich jetzt hier einmal quer durch Deutschland fahre mit dem Auto, schade ich der Natur bestimmt mehr, wie wenn ich das Tier mit einer Tierspedition fachgerecht verschicken lasse. Ja? Also die Tierspedition, die holen es am Spätnachmittag, bei uns jetzt zum Beispiel so 17 Uhr, holen die das ab. Am nächsten Tag ist vor 12 beim Kunde, meistens sogar schon morgens um 8. Ja? Wenn ich jetzt ausrechne, 17 Uhr bis am nächsten Vormittag, da sind es keine 20 Stunden, wo das Tier unterwegs ist. Meiner Meinung nach eine wirklich gute Alternative zum selber spazieren fahren. Ja. Gibt da natürlich wichtige Dinge zu beachten, außer dass ich eine gute Spedition mir aussuche. Ein weiterer wichtiger Punkt, der Empfänger, der das Tier bekommen soll, wieso auch immer, lasst euch das von dem schriftlich bestätigen, dass er das Tier nimmt. Ja. Das reicht per E-Mail oder Fax oder irgendwas, aber nicht einfach am Telefon, wenn einer zu euch sagt, jawohl, ich kaufe dir das Tier ab oder sowas, ihr habt nur eine telefonische Auskunft. Das reicht nicht, leider, wenn ihr denjenigen nicht kennt, natürlich bei einem Bekannten was ganz anderes. Aber wenn es jemand Fremder ist, das reicht nicht. Lasst es euch schriftlich bestätigen, dass er das Tier wirklich annimmt. Vereinbart ganz fix den Tag mit ihm. Ne? Sagt, ich schick's Montag raus, Dienstag Vormittag bei dir, von der bis der Uhrzeit. Bist du da? Kannst du mir das garantieren, dass du da bist? Ganz wichtiger Punkt. Ja? Dann das Tier selber muss natürlich in Anführungsstrich vorbereitet sein. Ein Tier in der Häutung, habe ich noch nie irgendwas Negatives feststellen können, ist kein Problem.
Ihr dürft aber kein Tier verschicken, oder speziell eine Schlange, wo frisch gefressen hat. Ne? Jetzt hier als Beispieltier habe ich hier so einen australischen Woma-Python mal genommen. Wenn der kugelrund gefüttert ist, ne, ganz deutlich dick hier eine Maus im Bauch hat, dann könnt ihr den nicht verschicken. Müsst ihr 3 Tage warten, bis der verdaut hat. Ne? Also so bei der Schlange würde ich sagen, 3-4 Tage nach dem Füttern erst verschicken. Bei einer Echse, die viel schneller oder der Stoffwechsel schneller geht, oder bei einer Schildkröte, denke ich, ist es okay, wenn er vielleicht am Tag davor nicht füttert oder auf jeden Fall an dem Tag, wo ihr verschickt, nicht füttert. Ja? Das sind so die Dinge, die ihr im Vorfeld beachten müsst, euch im Vorfeld Gedanken machen müsst. Wenn ihr das beachtet, dann bin ich überzeugt, kommt das Tier auch gut an. Ein letzter Punkt natürlich, oder auch noch ein ganz logischer Punkt, achtet auf den Wetterbericht. Ne? Wenn eine Wahnsinns-Hitzewelle angesagt ist, natürlich nicht verschicken. Wenn Froschtemperaturen, wenn es im Fernsehen heißt, morgen hat es -10 Grad, nicht verschicken. Müsst ihr einfach 1, 2, 3, 4 Wochen warten, bis das Klima okay ist. Selbst eine Tierspedition, wenn das Klima zu extrem ist, zu heiß, zu kalt, können die nicht verschicken. Die seriösen Firmen lehnen das dann auch von vornherein ab. Aber ihr könnt euch selber da auch drüber Gedanken machen, beobachtet den Wetterbericht, ob es sinnvoll ist, das Tier zu verschicken. Nochmal ganz ausdrücklich, ihr braucht natürlich eine Tierspedition. Ihr dürft das Tier nicht einfach mit der DHL oder der Post ganz normal verschicken. Ihr braucht eine spezielle Tierspedition, die Tiertransporte offiziell machen, die auch damit werben, dass sie das machen. Das sind in der Regel kleinere Unternehmen, die mit kleinen Fahrzeugen, zum Teil PKWs, fahren. Wie gesagt, die Tiere Nachmittag abholen, am nächsten Vormittag zustellen und dann ist das eine seriöse, zuverlässige Sache. Dann zu guter Letzt, das Tier kommt bei euch an, beziehungsweise kommt beim Empfänger an, je nachdem, wo es hingeschickt wurde. Natürlich auch wichtige Sachen zu beachten. Das Tier nicht sofort ins Warme stellen, nicht denken, ach, das arme Tier, das hat so kalt, gleich mal 30 Grad hochpowern. Wer von euch schon mal Skifahren war oder im Winter draußen oder so, der kennt das ja. Wenn man eiskalte Finger hat oder wenn man selber eiskalt ist, dann kann man auch nicht sofort in die heiße Badewanne sitzen, sondern muss das Ganze langsam angehen. Mein Tipp oder meine Aussage dazu ist immer, wenn das Tier ankommt, lasst es bei ganz normaler Zimmertemperatur stehen, 2, 3, 4 Stunden, macht die Box auf, dann kann die Zimmertemperatur 21, 22 Grad, kann sich das Tier gleich wegen akklimatisieren und wie gesagt, nach 3, 4, 5 Stunden könnt ihr das Tier ins Terrarium, ins warme Terrarium machen. Ja? Also nicht direkt ankommen, ab ins warme Terrarium. Diese Temperatursprünge, das ist das, was schädlich ist fürs Tier. Dann das Tier auch nicht gleich am ersten Tag probieren zu füttern. Also bei einer Echse oder bei einer Schildkröte kann man anbieten, mal schauen, ob es frisst. Bei der Schlange würde ich auf jeden Fall 3, 4 Tage warten, dass die sich akklimatisiert, bevor das Fressen anfängt. Ja? Oder wenn ich zum Beispiel besonders intelligente Reptilien habe. Also zum Beispiel, ich habe es bei Nashorn-Leguan schon erlebt oder bei Krokodilen erlebt. Also wenn man ein Krokodil transportiert, der frisst erst mal eine Woche nichts, der ist beleidigt. Ja, das ging dem wahrscheinlich auf den Geist da, hier die Rumpfahrerei. Der stellt erst mal eine Woche ab. Oder auch Nashorn-Leguane, 2, 3, 4 Wochen sogar. Grüne Leguane genauso. Die sind da gestresst, genervt. Da wollen die erst mal 3, 4 Wochen gar nichts. Bietet an, macht euch im ersten Moment mal keine Sorgen, wenn er nichts frisst. Bei so einem Tier dann ist es normal. Ja. Aber wie gesagt, übertreibt es auch nicht oder nicht womöglich gleich 2, 3 Tage später wieder zum Tierarzt mit dem Tier. Dann hat er noch mehr Stress, dann hilft er dem auch nicht. Sofern das Tier natürlich schon gesunden, tadellosen Eindruck macht. Man kann so ziemlich alle ungiftigen Reptilien verschicken. Selbst so einen großen Klopper wie den Netzpython hier. Natürlich ganz wichtig, entsprechend gute, stabile Säcke verwenden oder 2 Säcke. Stabile Boxen, die nicht kaputt gehen können. Das Tier darf natürlich auf keinen Fall beim Versand ausbrechen. Aber dann kann man selbst so einen Klopper hier verschicken. Alles, was wir euch gesagt haben in der Sendung, bezieht sich natürlich auf ungiftige Tiere, bezieht sich auf den nationalen Versand, Einhaltung der WA-Richtlinien, eben nicht über Grenzen, da nicht irgendwelche WA-Gesetze verletzen. Ansonsten sind wir am Ende. Also ich bin vor allem jetzt gerade hier am Ende, weil der macht mich hier ein bisschen fertig. Ich habe mir hier jetzt wegen ein unpraktisches Tier für die Schlussszene ausgesucht. Also dann bleibt uns treu und checkt meine Balls.
sitzt meine Frisur. Hallo zu einer neuen spannenden Folge von Reptil TV. Meine Augen machen bling bling, alles ist vergessen. Die Box haben wir jetzt soweit vorbereitet. Schade, Marmelade. Achso, was mir aber einfällt. Nee, machen wir mal aus, wir haben ja jetzt ganz vergessen. War super, gell? Oder? Ja. Tipptopp. Klappt, Stefan? Ja, geht gut. Upsa. Super, Baby.